Ich warte hier auf dich. Grüße. Was kann ich für dich tun? Wie laufen die Analysen? Ich bin noch nicht so weit. So etwas braucht... Ich gehe jetzt. Edwin, ich muss mit dir reden. Worum geht es, Vulkan? Ich brauche deine Fähigkeiten. Komm mit mir. Was bietest du mir? Stimmt es, dass du die Bestie getötet hast? Hörst du mit dem Trinken auf, wenn es so ist? Was? Ach, das ist alles Schwachsinn. Dachte ich mir, aber ich habe die Bestie getötet. Gut, okay, dann. Du und ich hatten einen schlechten Start. Wir schulden dir was. Das ist ziemlich beeindruckend. Laut dem Verwalter verhalten sich einige Bewohner seltsam. Dein Mann, Jervis. Er scheint sich seltsamer zu benehmen als der Rest deiner Truppe. Oh, er, ja. In den letzten Tagen ist er total abgedreht. Mist. Er hat es auch. Er wird total durchknallen, wie die anderen. Dass er all die anderen komischen Leute auf eine Expedition mitgenommen hat, verwundert dich gar nicht? Wo sind sie hingegangen? Nun... Jetzt, wo du es sagst. Offensichtlich macht das Sinn. Sie sind in Richtung Südosten gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Wertloser Weinbau. Okay, ich gehe der Spur nach. Hast du einen Vorschlag? Hey, ich bin kein verdammtes Orakel. Bring mir ein paar Hinweise, etwas Handfestes, irgendwas. Dann kann ich dir helfen. Okay, ich komme wieder, wenn ich mehr weiß. Ich gehe. Alles in Ordnung? Ich wollte nur, weißt du, höflich sein. Du musst mir nicht gleich deine Lebensgeschichte erzählen. Bist du verrückt geworden? Seine Lippen bewegen sich nicht. Ich will nur mein Gesicht wahren. Ich hasse es, ignoriert zu werden. Vulkan, ich liebe unsere kleinen Gespräche. Du fragtest, ob die freien Klingen den Dorfbewohnern helfen können. Ist das noch aktuell? Solange wir uns hier aufhalten, klar. Warum? Hast du von den Bewohnern gehört, die sich seltsam verhalten? Ja, davon habe ich gehört. Für mich stinkt das zum Himmel. Nimm den dort drüben zum Beispiel, der mich so anstarrt. Wären wir hier nicht gestrandet, würde ich rübergehen und ihm eine Lektion erteilen. Ich habe Büffel gesagt, dass er sie beobachten soll.
Wenn sie komisch werden, wissen wir rechtzeitig Bescheid. Hauptmann, ich wollte fragen, glaubst du wirklich, dass wir den Roten Weisen trauen können? Ich habe diesem Eolas nie getraut. Ich spürte immer, dass er was ausheckte. Scheint, dass ich recht hatte. Aber das ändert nichts. Wir arbeiten immer noch für sie. Ich gehe. Hallo. Alles okay mit dir? Kannst du mich verstehen? Guten Tag. Bist du mit diesem Mann verwandt? Man könnte behaupten, dass Meliev mein Mann ist. Mein Name ist Miguel. Nun, weißt du, was mit ihm los ist? Hast du etwas Seltsames an ihm bemerkt? Natürlich. Er benimmt sich wie ein Gemüse. Aber ich muss zugeben, dass er so schön ruhig und friedlich ist. Wann hat er sich verändert? Vor ungefähr 3 Tagen. Er ging zum Jagen in den Sumpf, doch als er mit leeren Händen zurückkam, hatte er diesen starren Blick. Was heißt friedlich? Ist er sonst aktiver? Aktiver? Du machst Witze. Aber zum ersten Mal seit Jahren muss ich mir nicht den ganzen Tag sein Gejammer anhören. Und ich weiß nicht, welchen der Götter ich danken muss, denn er schnarcht nicht mal mehr. Du meinst, dass er ruhig schläft? Nun, er schläft weniger, wenn du das meinst. Ich habe ihn erwischt, wie er mitten in der Nacht aus dem Haus geschlichen ist. Aber er kommt immer nach ein paar Stunden wieder. Weißt du, wo er nachts hingeht? Nein, keine Ahnung. Nicht in die Taverne. Das ist die Hauptsache. Es stört dich überhaupt nicht? Seien wir mal ehrlich. Betrachtet man die Frauen, die hier noch zu haben sind, und was für ein schlechter Liebhaber er ist, glaube ich nicht, dass er eine Geliebte hat. Und in den Sümpfen wird er mit Sicherheit keine heißen Schlampen kennenlernen. Du wärst überrascht. Du bist zu nett. Ich bin nicht sicher, ob ich mich geschmeichelt oder beleidigt fühlen soll. Ändere nichts. Du bist perfekt. Als wüsste ich das nicht. Entschuldige die Störung. Ich gehe. Wir wissen nun, dass unsere seltsamen Patienten nachts rausgehen. Also sollten wir herausfinden, wohin. Meine liebste, verdammte Unruhestifterin! Wegen der Bewohner, die sich seltsam verhalten. Ich habe herausgefunden, dass sie in der Nacht verschwinden. Und? Das ist alles? Ich glaube, dass du ihnen folgen musst, um herauszufinden, was sie machen und wo sie es machen. Hast du einen Vorschlag? Wir müssen herausfinden, was sie in der Nacht treiben. Mit ein wenig Glück verstehen wir so, was im Südosten passiert. Ich folge ihnen heimlich heute Nacht. Bis dahin habe ich genug anderes zu tun. Wie du willst. Das überlasse ich dir. Ich kann mir keine weiteren Verluste leisten. Halt mich einfach auf dem Laufenden.
war knapp. Die ganze Sache stinkt. Wenn wir den Unterschied zwischen ihnen und normalen Bewohnern nicht machen können, sind wir aufgeschmissen. Es scheint, sie würden aus dem südöstlichen Teil der Sümpfe zurückkommen. Vielleicht ist dort die Ursache für das alles zu finden. Welche Macht auch immer dahinter steckt, sie wird uns gehören. Ich sehe mal nach. Ich warte hier auf dich. Grüße. Was kann ich für dich tun? Wie laufen die Analysen? Ich bin noch nicht so weit. So etwas braucht Zeit, weißt du? Komm später wieder. So viel Zeit, um diesen ekligen Pilz zu untersuchen? Ich glaub's nicht. Ich gehe jetzt. Sibyl, kannst du reden? Ja. Ich brauche deine Hilfe. Kommst du mit? Wenn du willst. Wie laufen die Analysen? Ich bin noch nicht so weit. So viel. Ich gehe jetzt. Ja! Vulkan, was kann ich für dich tun? Kann ich etwas für dich tun? Nein, danke. Ich brauche... Ich gehe.
Größe. Was kann ich für dich tun? Immer noch keine Ergebnisse? Doch. Ich bin fertig. Ziemlich fantastisch. Die Substanz ist sehr widerstandsfähig. Es wäre interessant zu sehen, was passiert, wenn ein Mensch davon isst. Ich konnte einen Trank daraus herstellen. Willst du probieren? Ohne Risiko kein Erfolg. Kann nicht schlimmer sein, als der Rattenfraß den Büffel kocht. Was zur Hölle? Wie fühlst du dich? Nun, ich habe mich nie besser gefühlt. Fühlt sich an, als würde mich ein Blitz durchfahren. Oh, der Effekt ist wundervoll. Ich muss mehr davon machen. Ich kann ihn nach mir benennen. Das Silbanwunder. Nein, Silbannektar. Nicht mehr zu retten. Egal. Wenn du mir mehr von der Verderbnis bringst, kann ich mehr Tränke herstellen. Wenn du im Sumpf unterwegs bist, schau danach. Ich bezweifle, dass es sonst irgendwo zu finden ist. Ich habe keine weiteren Extrakte der Verderbnis gefunden. Vielleicht hast du die Verderbnis aus dem Sumpf beseitigt. Nun ja. Ich gehe jetzt. Thank you.